Paul Novize, was verbringt sie Zeit mit Mönchen? Was macht er denn da? Milius, wahrscheinlich im Kloster, ha? Gehen wir mal ins Kloster. Schauen wir mal, dass wir den Walkerinnen helfen. Küchentür? Wahrscheinlich in der Küche, ha? Gehen wir mal in die Küche. Der hat immerhin einen Mörser. Hallo, Milius. Ach, Volltreffer. Jack und Jonathan. Gerade ist es nicht so günstig. Bruder Cuthbert hätte die Äpfel hier unten etwas sorgfältiger lagern können. Ich bin mir sicher, dass es alles seine Richtigkeit hat, Bruder Andrew. Sogar das Salz ist feucht geworden. Cuthbert wusste, was er tat. Was macht Bruder Andrew denn da unten? Wir bekommen bald einen neuen Zellerar. Andrew bereitet alles für die Übergabe vor. Vielleicht sollten sie sich auch gleich einen neuen Küchenmeister suchen. Oh, warum? Wenn das, was Cuthbert getan hat, jetzt nicht mehr gut genug ist, dann kann meine Arbeit auch nur ungenügend sein. Cuthbert wusste immer Bescheid. Viel besser als ich. Eins. Du schaffst das schon. Kannst du mir danken? Rieche ich da Brennnessel? Ja, ich will eine Salbe machen. Die Hände der Walkerinnen sind ganz rau und wund. Nesselsalbe hilft gegen den Schmerz, sagt meine Mutter. Das ist gut von dir, Jack. Du kannst Cuthberts Mörser auf dem Tisch da benutzen. Er hätte sich gefreut, dass du ihn für einen guten Zweck benutzt. Danke. Drei? Dann wollen wir mal. Wir müssen schließlich unsere gute Tat vollbringen heute, ha? Schon wieder so viel. Na also. Yep. Diese Minispielchen hier drin sind relativ langweilig. Oh. Muss ich sagen. Mit diesem Mausgeklick-Ziel ist es langweilig, aber okay. Passt schon. Gut. Und was jetzt? Milius? Ja. Weißt du, wie man Salbe macht? Ja, sicher. Wie denn? Man braucht lediglich etwas heißes Fett und Bienenwachs. Danke. Salbe für die Hände der Arbeiterin. Weißt du, Jack, du würdest wirklich ein guter Mönch sein. Was? Ich? Nein. Ich glaube, das würde nicht gehen. Warum nicht? Du kannst lesen, du weißt schon etwas über Heilkräuter und deine Gesellschaft tut uns allen gut. Ja, soll aber das hier Wein sein? Ich will lieber mit Alena zusammen sein und so. Nein, das ist Essig. Das ist Essig. Der sollte da nicht stehen. Was hat sich Cuthbert dabei nur gedacht? Herr, steh mir bei. Damit ich Bruder Andrew nicht aus meiner Küche jage. Warum? Ich glaube nicht, dass ich ein guter Mönch wäre. Warum nicht? Selbst Philipp glaubt das. Ach. Ist ja auch nicht wichtig. Ich muss jedenfalls kein Mönch sein, um hier vorbeizuschauen, damit wir uns unterhalten können, oder? Das stimmt. Und ich befürchte, ich muss jetzt zurück an die Arbeit. Danke für die Hilfe. Ganz plötzlich muss ich nämlich arbeiten, du Meister. Ja, dann würde ich sagen, wir bringen mal den Walkerinnen die Salbe. Dann haben wir das immerhin gemacht. Ah, hier geht der Doppelklick zur Beschleunigung nicht. Na, eins nach dem anderen, schön machen. Guck mal, da wird ein Schaf geschoren wahrscheinlich. Sie haben Probleme mit ihren Händen und Füßen. Vielleicht kann ich ihnen irgendwie helfen. Ja, kannst du. Komm, gib die Salbe da mal ab. Probier mal die Salbe. Wann hast du nur die Zeit gefunden, Salbe für uns zu machen? Hast du nichts zu tun? Wer wäre ich denn, wenn mir das Schicksal hilfesuchender Damen egal wäre? Heißt das, du hilfst uns jetzt beim Walken? Nein. Ich habe selbst viel zu erledigen. Darum wird das leider nicht klappen. Aber natürlich. Plötzlich hast du etwas zu erledigen. Aber ich muss schon sagen, die Salbe wirkt.
Meine Hände fühlen sich schon viel besser an. Danke, Jack. Es war mir ein Vergnügen, meine Damen. Tja, Errungenschaft freigeschaltet, Held der Arbeiter war das gerade. Wir gehen nochmal zurück zum Kloster. In die Richtung geht's und probieren es mal hier hinten der Kathedrale. Wo sind wir denn hier? Und zwar wollte ich dahin. Skriptorium, genau, ins Skriptorium wollte ich nämlich. Und hier mal nach dem Buch. Ach Gott, du er. Du dämlicher Trunkenbull! Gemeiner, fetter Trottel! Wie meinen? Lasst euch von dem Tumult dort draußen nicht ablenken. Nein, Superiorius. Diese beiden liegen schon seit heute früh im Zwist. Was auch immer ihr Problem ist. Wahrscheinlich muss ich das auch noch lösen, das Problem. Was tust du hier im Skriptorium? Ich wollte einen Blick in eure Bücher werfen. Ist das so? Jetzt an die Arbeit! Hört alle her! Ist die Aufgabe eines Schreibers nicht, Texte und die Heilige Schrift zu kopieren? So ist es. Ja, Superior Remigius. Und ist es nicht die Aufgabe eines Limners, diese Texte mit Farben und Bildern zu versehen? Okay. So ist es. So ist es, Superior Remigius. Und was denkt ihr, ist die Aufgabe von Jack, dem Lehrling von Tom Bilder? Baukunst? Auf der Baustelle er zu arbeiten? Er kümmert sich um Statuen und Bauschmuck, Sachen denke bauen. Ich. Ich weiß es auch nicht so genau, aber es beinhaltet sicher nicht die Störung unserer Schreiber und Limner. Ich weiß nicht, was Prior Philipp in dir sieht, Jack. Ah, ist doch Alarm. Und nun widme dich wieder deiner Arbeit und störe uns nicht wieder. Halt's Maul! Halt du doch dein Maul! Nein, halt du dein Maul! Und ihr, lasst euch nicht ablenken! Nein, Superior Remigius. Ich glaube, ich sollte da draußen für Ruhe sorgen. Vielleicht darf ich dann. Wer schreit denn da so rum? Ah, schreitende Arbeiter. Sieht nicht so aus, als ob sie gut zusammenarbeiten. Warum können sie sich nicht einfach vertragen? Ja, ich geh mal nachfragen, ha? Stimmt was nicht? Ich mach ne wohlverdiente Pause. Wohlverdient? Einen Tritt in den Arsch hast du verdient, du fauler Trunkenbold. Besser betrunken als ein bärtiger Bastard. Na los, tritt mich doch. Zeig, was du kannst. Bitte. Merkt ihr nicht, dass das zu nichts führt? Überleg doch nur einmal kurz, was andere Leute tun würden. Was? Wer? Zum Beispiel Tom Bilder. Tom Bilder. Na, das ist mal ein hart arbeitender Mann, nicht wahr? Der ist auf jeden Fall ein hart arbeitender Mann. So viel ist sicher. Aber er ist auch ein Mann, der weiß, wann Zeit für eine Pause ist. Und er weiß auch, wann man anderen mal ihre Pause lassen sollte. Du hast weiß doch gar das? Nicht Pause. Du hast den halben Tag nur auf dem Pott gesessen. Das war deine Pause. Also verdirb mir nicht jetzt auch noch meine eigene. Oh, Mann. Jetzt legen sie aber los. Wenn ich Pause mache, musst du auch eine machen. Hat deine Frau wohl wieder gekocht, was? Was fällt dir ein? Sauf dich doch tot. Andere Leute erwägen. Aliena? Ah, Jack Jackson. Wer ist das denn? Nie von dem gehört. Das bin ich. Dachte, du wärst Jack Bilder. Naja. Weiß nicht so recht, was ich von dir halten soll, wenn ich ehrlich bin. Solltest du nicht arbeiten? Du läufst die ganze Zeit nur durch die Gegend und erledigst eigentlich auch nichts. Halt du uns wenigstens nicht von der Arbeit ab. Verstanden? Vergesst es einfach.
Was ist mit König Stefan? Also das ist mal ein Mann, der viel rumsetzt. Woher willst du das denn wissen? Er hat einen Thron. Er ist der König. Natürlich hat er einen Thron. Und auf dem sitzt er herum. Er hat einen Thron. Ja. Heißt, er ist ein Mann, der weiß, wie man richtig herumsetzt. Ah, so wie du also. Ja, genau. So wie ich in meiner wohlverdienten Pause. Oder so wie du in deiner, wenn du den halben Tag im Scheißhaus verbringst. Aber das hab ich doch gar nicht. Ich hab dich doch bis hier furzen hören. Glaubst du wirklich, ich will einen halben Tag auf dem Scheißhaus verbringen? Glaubst du das wirklich? Wer will das schon? Wer will das schon? Andere Leute. Wie wär's mit der Subprior? Der Subprior? Oh, fang mir bloß nicht mit Subprior Remigius an. Ja, wer mag den schon, ne? Er ist ein hart arbeitender Mann. Das ist er. Kein Zweifel. Und euer Gebrülle stört ihn. Dass er ein hart arbeitender Mann ist. Wer? Subprior Remigius, du Trottel! Wie könnt ihr es wagen? Schreit ihr auf dem Friedhof herum wie wilde Heiden? Ruhe! Wisst ihr überhaupt, wie schwer die Arbeit eines Subpriors ist? Wie viel Hingabe und schmerzhafte Arbeit es ist, unsere Novizen zu unterrichten, unsere Mönche? Und ihr wagt es, mich einen Narren zu nennen? Na, ein Trottel. Wir haben doch nicht... Ruhe, sagte ich! Lasst mich über einen Weg nachdenken, wie ich euch zwei verständlich machen kann, welches Betragen ich von euch in Zukunft erwarte. Die werden wohl eine Weile beschäftigt sein. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen nochmal zurück ins Skriptorium. Da dürfte ja jetzt einigermaßen freie Bahn sein, oder? Hoffe ich. Ich suche dieses Buch. Nein, hier ist es nicht. Vielleicht wissen die Mönche ja, wo ich dieses Buch finden kann. Dann frage ich am besten mal, ne? Wie wär's denn mit dem jungen Mönch, der da Bücher liest? Der weiß doch, wo Bücher sind. Ich suche nach einem Buch von Ovid. Oh, in Shiring und Winchester haben wir ein paar davon gesehen. Es gibt auch die ein oder andere Kopie in Salisbury, glaube ich. Welches suchst du denn? Die Amoris. Hast du davon schon mal gehört? Das war doch eine der Niederschriften in Winchester, denke ich. Hast du es gelesen? Ich? Warum wird er so rot? Ich weiß nicht mehr genau. Hat er. Nur ein oder zwei Seiten. Klingt nach dem richtigen Buch. Und Winchester ist doch gar nicht so weit weg. Ich sollte Ellie sagen, was ich herausgefunden habe. Ja, solltest du, ne? Sie fährt da immerhin zum Wollmarkt. An einer Kopie von dem Buch, das Philipp geschrieben hat. Wir haben das Original letztes Jahr fertiggestellt. Ich wusste gar nicht, dass er ein Buch geschrieben hat. Nur wenige wissen das. Der Inhalt ist... Er ist etwas kritisch, was die Kirche und Bischöfe angeht. Nach seiner Erfahrung mit Bischof Walleron hat er sich mit etwas beschäftigt, das er Judicia Cleri nennt. Judicia Cleri? Die Urteile des Klerus? Ja. Okay. In der Vergangenheit gab es viele grausame Prüfungen, um die Schuld oder Unschuld eines Mannes zu bestimmen. Der Herr selbst sollte über sie richten. Diese Verfahren nannte man Judicium Dei, das Gottesurteil. Mancher musste glühende Eisen mit bloßer Hand halten. Andere wurden ertränkt. Und einige dem Scheiterhaufen übergeben. Wenn sie unschuldig wären, würde Gott sie erretten. Es gäbe keine Märtyrer, wenn das wahr wäre. Selbst Adolphus wäre verschont worden. Ja, Gottes Wege sind unergründlich. Philipp will, dass diese schrecklichen Verfahren ein Schatten der Vergangenheit werden.
Denn Grausamkeit führt stets nur zu mehr Grausamkeit. Aber ich habe von Wundern gehört. Heilige, die selbst den Scheiterhaufen überlebten. Ja, Philipp glaubt, das waren keine Gottesurteile, sondern Urteile, die der Klerus bestimmt hat. Judicia Cleri. Richtig. Märchen und manipulierte Richtsprüche, um Freunde und Verbündete des Klerus freizukaufen. Falsche Wunder? Und die Kirche steckt dahinter? Das wäre aber... Klingt, als wenn Philipp nach Ärger sucht. Wenn man jemanden solcher Scharlatanerie und Ketzerei bezichtigt, wird die Antwort darauf sicher nicht freundlich ausfallen. Dennoch glauben wir, dass Philipp recht hat. Dies ist das zweite Jahrtausend. Es wird Zeit, dass wir aus den Fehlern der Vergangenheit lernen. Das erklärt allerdings vielleicht, warum, der Bau der Kirche hier nicht mehr weiter unterstützt wird, ne? Machen wir das auch nochmal, komm. Hey, nimm zurück, was du vorhin gesagt hast. Was? Was habe ich gesagt? Du weißt, was ich meine. Ah, du meinst meine Bemerkung über Aliena. Was habe ich da gerade vor? Was stört's dich? Sie wird dich nie zweimal ansehen. Und sie würde nie mit dir reden. Außerdem würde ich sie für so einige Sachen bezahlen. Ich wette, sie weiß, wie man einen Mann befriedigt. Du fettes, dummes Schwein! Oh oh. Aber wir sollen doch nicht streiten. Ich muss besser zielen lernen. Will ich das wirklich tun? Will ich das wirklich tun? Jawohl! Ich wette, es gibt noch mehr Nester. Oh. Ja, ich habe deutlich mehr Nester gesehen, aber ich wusste nicht, dass das eine Hilfe ist. Hm. Allerdings schon wieder vergessen, wo ich die ganzen Nester gesehen habe. Eins war irgendwo da. Ja, wo waren die? An der Mühle war noch eins. Aber ich glaube, wir gehen erstmal zu Aliena und erzählen ihr von dem Buch. Oder? Ach komm, ich gehe kurz zur Mühle und mache das Nest weg. Da. Ich wette, es gibt noch mehr Nester. Ich bin gespannt, wie viele Nester es findet. Gibt es bestimmt dann einen Wespenjäger oder sonst was Errungenschaft. Die würde ich in Ruhe lassen. Darf ich mal? Eine Handvoll Ameisen, geschäftige kleine Tiere. Meine Ameisen. Ich habe nur ein paar genommen. Das sind nicht alles deine Ameisen. Was habe ich damit vor? Was habe ich mit Ameisen vor? Soll ich Ameisen in Elfrids Kragen stecken oder so? Also suchen wir mal weiter nach Wespennestern und schauen wir mal, was wir mit Ameisen und Elfrid anstellen können, ha? Allerdings mache ich mal eine kurze Aufnahmepause und danach sehen wir uns wieder. Bis gleich.